So, hallo und herzlich willkommen. Und zwar habe ich jetzt die letzten Tage ein Programm geschrieben, womit man Dateien löschen kann, die unerwünscht sind. Der Hergang war so, unser Admin, also der Admin meiner Firma, hat versucht, den Tauschordner zu löschen. Das ist so ein Ordner, wo alle Leute immer wieder Zeug reinschieben, weil es eben auf irgendwelchen anderen PCs gebraucht wird oder eben öffentlich zugänglich sein soll. Und wie es halt so ist, wird so ein Tauschordner, also der müllt sich einfach zu. Und damit wir also diesen Tauschordner aufräumen können, wollte der Admin dafür ein Skript schreiben. Und durch dieses Skript habe ich mich so herausgefordert gefühlt, Ordner zu erstellen, die er nicht mehr löschen kann. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass der Admin plus ein weiterer Angestellter irgendwann aufgegeben haben und mir ihre komplette investierte Arbeitszeit in dieses Projekt geschenkt haben, wenn ich ihnen zeige, wie man tatsächlich alle Ordner löscht. Und deswegen habe ich ein Programm entwickelt, habe das Estelle genannt, das einfach alle Verzeichnisse und Ordner und Dateien, also sorry, Verzeichnisse und Ordner sind ja das Gleiche. Und alles, was man eben so finden kann, löschen kann, mit der einen Ausnahme, es darf nicht sein, was in Benutzung ist von einem anderen Programm. Also Handles werden keinem bestehenden Programm entzogen. Ansonsten allerdings kann dieses Programm so ziemlich alles löschen, was es eben gibt. Nötig dafür sind natürlich entsprechende Rechte. Beispielsweise ich kann es einfach mal ausführen, also ich habe das Programm Estelle genannt. Ohne Parameter kommt eine kleine Hilfe. Dieses Estelle benötigt SE Take Ownership und noch zwei, drei weitere Rechte. Wir sehen hier jetzt, also you don't have the required privileges. Das heißt, wir haben diese Rechte jetzt nicht. Ganz einfach, weil auf dem PC hier, wo ich das mache, UAC aktiviert ist. Ich werfe die Eingabeaufforderung hier einfach mal weg, weil die wird uns eh nichts bringen. Das ist nur eine Demo. Es gibt hier noch eine weitere. Man sieht Administrator-Doppelpunkt-Eingabeaufforderung. Also wenn ich hier jetzt Estelle eingebe, dann bekomme ich den Hinweis, dass ich das Recht habe. Die Eingabeaufforderung hier ist also einfach mit als Administrator ausführen und natürlich muss der eigene Account dann eben auch Administrator sein. Gut, jetzt bauen wir uns mal einen Testfall auf. Ich erstelle auf meiner Festplatte ein Verzeichnis. Test. Da gehe ich rein. CD Test macht hier. Das ist also leer. Das kann ich auch hier im Explorer verfolgen. Also ich gehe auf Laufwerk C, dann in Test. Und das ist ein leeres Verzeichnis. Jetzt gibt es, also manche werden es vielleicht wissen, die Möglichkeit, ziemlich assige Ordner zu erstellen, nicht Ordner, in die man nicht mehr reinkommt. Zum Beispiel, indem man einen Gerätenamen verwendet. Also solche Namen sind zum Beispiel CON, COM1 bis 8, LPT1 bis 8 oder 0. Da gab es früher solche Bugs, wo man zum Beispiel den Inner-Explorer hat abstürzen lassen können und so weiter, wenn man das als Link verwendet hat. Das Problem ist, wir können so ohne weiteres dieses CON zum Beispiel auch nicht erstellen. Verzeichnisname ist ungültig. Dafür habe ich mir jetzt ein Tool erstellt. Da kann ich solche Verzeichnisse anlegen. Es warnt mich, jawohl, möchte ich. So. Wenn wir jetzt hier in Explorer schauen, das ist schon die erste Herausforderung. Denn dieses Con-Doppelklick führt zu einem Fehler. Das ist jetzt also nicht aufgrund von Sicherheitsrichtlinien oder so, sondern Con, er kann es einfach nicht öffnen, weil er versucht, das als reguläre Datei zu öffnen und das System gibt. Ihm sagt ihm zwar, Open ist okay, aber das Handle ist nachher nicht gültig als Verzeichnishandle. Der Explorer stellt sich da leider ein bisschen blöd an, weil eigentlich kann die Windows API das schon. Egal, was ich hier mache, man sieht hier Fehler überall. Genau. Das ist also einer dieser Ordner, den man auch nicht löschen kann. Also ich drücke jetzt mal Shift entfernen. Wir sehen, unwiderruflich löschen, ja. Und dann drücke ich ja und es passiert einfach nichts. Also aktualisieren. Gut, das ist die erste Herausforderung. Wir können auch noch ein Verzeichnis erstellen. Verzeichnis. Das wird einfach so angelegt. Verzeichnis, da können wir reingucken. Ist also kein besonderes Verzeichnis. Hier machen wir jetzt einfach mal über Sicherheit und so ein paar assige Sachen, wie vielleicht, wenn Sie jetzt Admin einer Schule sind oder so, die Schüler dort vielleicht manchmal machen, wenn Sie
die Zugangssteuerung nicht so deaktivieren. Erstmal wird man die Ownership ändern auf irgendjemand anderen, der halt noch hier in der Domäne ist. Das übernehmen wir mal. Ja, egal. So, jetzt deaktivieren wir mal die Vererbung. Löschen alle Rechte. Fügen außerdem hinzu, dass jeder keinen Zugriff hat. Das ist also eine ziemlich arschige Situation, weil eben keiner mehr Zugriff drauf hat. Ich drücke hier OK, sage hier OK und jetzt dürften wir da. Okay, klasse. Ja, wahrscheinlich hätte ich tatsächlich die Warnung beachten sollen und das Ding halt nach dem Ändern der Privilegien eben. Ah, nee, ich hätte verweigern auswählen müssen. Wie peinlich. Okay. So, Vollzugriff verweigern. Ja, ich möchte das fortsetzen. Gut. So, jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Klar, ich könnte hier jetzt fortsetzen machen. Die UAC gibt mir dann eben mit den nötigen Rechten Take-Owner-Recht und dann kann ich auch die Berechtigung wieder schreiben oder lesen. Also Besitzer können die Berechtigung lesen oder Leute, die Rechte auf die Berechtigung haben. In Con kommen wir nicht rein, weil es eben ein ziemlich gemeines Verzeichnis ist. Wir können jetzt zum Spaß noch eine Datei anlegen. Keine Ahnung. Da könnten wir auch noch Rechte vergeben. Ich lasse sie jetzt einfach mal so drin. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, wir können dieses Test hier auch noch etwas verkrüppeln. Mit Sicherheit sagen wir einfach Berechtigungen ändern. Vererbung deaktivieren. So. Und hier sagen wir auch wieder, oder im Besonderen mich. Jetzt nur mal mich. Vollzugriff, aber verweigern. Genau. So. Ja. Okay, auf das Verzeichnis habe ich eh schon keinen Zugriff, völlig klar. Gut. So, okay drücken. So, auch okay drücken. Gut. Jetzt haben wir hier einen Test und da kommen wir auch nicht mehr rein. Zusammen mit diesem Con und so weiter. Wenn ich jetzt Dir mache, kommt schon nicht gefunden. CD, wenn ich jetzt wieder in Test versuche reinzugehen, kommt Zugriff verweigert. Völlig klar. Also ich habe eben einfach keine Rechte mehr. Gut. In dem Fall jetzt gibt es Estelle. Man tippt halt dann ein CD.test und 0. Also dieser Null-Parameter, vielleicht hat es vorher jemand schnell gelesen, dieser Null-Parameter gibt an, wie alt die Dateien oder Verzeichnisse sein müssen, dass sie gelöscht werden. Denn bei uns in der Firma soll es so sein, dass im Tauschordner einfach alle Dateien, die eben 3 Tage alt sind, bestehen, also bis zu 3 Tage alt sind, bestehen bleiben und alle Dateien, die halt älter sind, einfach gelöscht werden. Gut, jetzt drücke ich hier Enter und dann mal sehen, hoffentlich klappt alles, kein Vorführeffekt und so. Tja, gelöscht. Wenn ich jetzt wieder hier reinschaue, gibt es hier einfach keinen Test mehr. Man sieht auch, versteckte Dateien werden angezeigt, also ich habe das nicht einfach. So, 3 Verzeichnisse, eine Datei, also Con und so weiter. Genau. Es gibt jetzt natürlich noch weitere Möglichkeiten, wie Leute Unfug treiben können. Dazu gehen wir mal in Tauschordner. Also seit Windows 8, das hier ist Windows 8, ist es so, dass Verzeichnisse auch mit Überlänge, das heißt Pfade länger als 248 Zeichen, also mit 8.3-Dateiname dann 255 Zeichen, auf den lokalen Festplatten geschrieben werden können. Aber interessanterweise versagt der Explorer, wenn es sich um ein Netzlaufwerk handelt, bei Dateien mit Überlänge. So, genau, T-Doppelpunkt dürfte hier nicht gehen wegen UAC, genau, okay. So, jetzt habe ich hier T. Mal schauen. Also hier sind wir jetzt im Tauschordner, da ist nichts drin. Ich kann wieder einen Test. Ich kann euch auch direkt im Tauschordner das erstellen. Ich habe hier wieder mein GTFS. Und ich erstelle einfach mal Verzeichnisse, die in ihrer Gesamtlänge nachher 800 Zeichen lang sein sollen. Ja. Das Coole ist, also der hat diese Verzeichnisse jetzt erstellt. Das sind jetzt immer 64 Zeichen lange Verzeichnisse. Also wenn ich jetzt Dir mache, ist das 64 Nullen lang. Wenn ich da reingehe, dann ist es 64 Einsen lang, 2 und da kann ich jetzt wahrscheinlich auch noch reingehen, aber dann bei 3 nicht mehr.
Genau, also ich drücke jetzt Doppelklick, es bringt nichts. Interessant zu sehen ist auch, also wenn ich jetzt auf 1 gehe und sage Rechtsklick, dann gibt es hier Löschen, es gibt Eigenschaften und so weiter. Wenn ich aber auf 3 gehe, dann merkt der Explorer, okay, das Verzeichnis wird mir zu lang, das heißt, das Menü ändert sich schon nur bei Windows 8 jetzt, also 8.0, 8.1. Das heißt, hier gibt es gar keine Löschen-Option. Und allein das ist schon ziemlich arschig. Wenn ich da jetzt reingehen würde, würde noch 4, 5 und so weiter kommen. Genau, und auch wenn ich jetzt so ein Verzeichnis löschen will, also beziehungsweise wenn eine Kombination aus Verzeichnissen und so weiter und Dateinamen eben diese Länge überschreitet, dann kann eben Estelle das trotzdem löschen. Also ich sage jetzt Estelle, Doppelpunkt, Schrägstrich, 0, Tab und auch 0 für wieder die Länge. Und jetzt hoffe ich, dass es das auch funktioniert, ganz ohne Vorführungseffekt. Ja, er hat 8 Verzeichnisse gelöscht. Der Ordner ist wieder leer. Genau. Also ich sag mal für den Fall, dass man eine Schule ist, wo es eben auch so einen Tauschordner gibt, wo Schüler eben oder eine Uni ist, ist dieses Tool vielleicht ganz praktisch. Das Tool ist unter anderem sicher auch noch praktisch, wenn man jetzt einen Server hat, auf den nicht besonders aufgepasst hat. Ungepatchte IIS oder so, da haben sich irgendwelche Hacker oder FXP-Leute eingenistet, die dann FTP-Server installiert haben in solche versteckte Verzeichnisse. Also um das Zeug loszuwerden, funktioniert dieses Tool. Genau. Also natürlich noch in eigener Sache, also falls Sie eine Firma sind und dahingehend Probleme haben, können Sie sich gern an uns wenden, info@lukaseder.de. Ja. Gut, das war es soweit. Wie gesagt, das Tool kann leider keine Dateien löschen, die jetzt in Benutzung sind. Ich habe mir überlegt, ob ich das mit den Handles mache, damit ich Handles beende. Das wäre jetzt kein so großes Problem, würde aber nie, also würde nicht überall zuverlässig funktionieren, denn beispielsweise auf Netzlaufwerken habe ich jetzt lokal nicht die Chance, Remote Handles zu beenden. Ich meine, hätte ich natürlich schon, wenn ich dann erkenne, dass das Netzlaufwerk auf den Server verbindet, dort die Liste der geöffneten und so weiter. Aber das ist einfach nicht die Aufgabe von so einem einfachen kleinen Tool. Okay, das war es eigentlich. An dieser Stelle bedanke ich mich noch bei Danny Dragic und Patrick Müller für die 5 Stunden, die sie mir geschenkt haben. Ich dachte mir, ich mache deshalb daraus mal ein Video. Vielen Dank.